Servus Jan-Fans, schön euch wieder begrüßen zu dürfen zum 9. Trainingsvideo der Reihe Fit mit Netto und der Jan-Elf. Thema heute ist Fußballtricks und Übung. Wer könnte da besser geeignet sein als Lionel Messi des SSV Jahn Regensburg? Aaron. Wir wollen gleich loslegen. Wir fangen aber nicht mit dem Fußball an, sondern, vielleicht wisst ihr es ja auch, ganz viele Fußballer sagen immer, hier oben wird das Ganze entschieden. Die sind schnell im Kopf. Deswegen versuchen wir unser Gehirn ein bisschen zu trainieren, damit wir auf dem Platz ganz schnell handeln können. Dazu haben wir zwei kleine Bälle. Ihr könnt gerne zu Hause Tennisbälle nehmen. Aaron, willst du es gleich ausprobieren oder soll ich es vormachen? Vormachen. Ich mache es vor. Als Start könntet ihr vielleicht erstmal den Ball locker nach oben werfen. Mit ein bisschen Übung versucht ihr jetzt über Kreuz zu fangen. Aaron hat das noch nie gemacht, von daher könnt ihr gleich sehen, selbst Profis sind nicht unfehlbar, aber wir vertrauen Aaron. Der Junge hat großes Potenzial. Gerne. Ja, nur das geradeaus wieder hochwerfen, das ist schwierig. Optimal, sehr gut. Ein Naturtalent. Ungeübt. Perfekt. Das ist ihm schon wieder zu einfach. Er lernt schnell. Wenn wir das drauf haben, können wir natürlich noch unsere Beine mit einbinden. Im Endeffekt machen wir das Gleiche, aber wir überkreuzen unten auch die Beine. Probieren wir es aus. Niemand ist unfehlbar. Erwischt. Nur das gerade hochwerfen. Gut. Und gerade hochwerfen. Ihr seht schon, auch mit ein bisschen Übung könnt ihr es gleich lernen. Die kleinen Bälle können weg. Das war schon das Erste, was wir gemacht haben. Die zweite Übung ist nochmal fürs Gehirn. Wir haben den Hasen und den Jäger. Die tauschen immer die Seiten. Das kann man erstmal ganz normal im Stand machen. Das ist für manche, für den Anfang, schon recht schwierig. Gut, immer so ein bisschen im Flow sein, Konzentration. Auch das kann er. Ideal. Dann versuchen wir natürlich gleich wieder unseren Ball mit reinzubringen. Oben bleibt das Spiel gleich und unten wechseln wir einfach mit den Füßen. Sehr gut. Ihr seht schon, ja, man darf Fehler machen, aber trotzdem ist es nicht unmöglich und schult euer Gehirn. Ihr könnt es so lange machen, wie ihr Spaß habt. Es gibt da keine vorgeschriebene Dauer. Okay, wir können einen Ball wegnehmen. Das Letzte, was wir machen, ist quasi als Partner, ich darf den Ball haben. Ihr könnt es zusammenspielen. In unserem Fall werfe ich nur. Aaron ist der Protagonist. Ist ganz simpel. Ich werfe den Ball immer ungefähr auf diese Höhe von ihm. Wenn ich fangen sage, köpft er mir den Ball zurück. Wenn ich köpfen sage, fängt er den Ball und spielt ihn mir zurück. Okay, machen wir mal ein bisschen, könnte lustig werden. Bist du bereit? Nein. Und köpfen. Sehr gut. Und komm, schneller. Und fangen. Gut. Fangen. Köpfen. Gut. Und fangen. Köpfen. Köpfen. Nee. Köpfen. Der war zu spät. Ihr dürft natürlich nicht zu spät sagen, aber auch nicht zu früh. Die Steigerung, weil Aaron einfach auch sehr gut das Ganze macht. Wir bleiben dabei. Fangen ist köpfen. Köpfen ist fangen. Wenn ich eins sage, köpfst du den Ball. Wenn ich zwei sage, fängst du den Ball. Alles in allem. Eins ist köpfen, zwei ist fangen. Du hast es. Und eins. Fangen. Nee. Und eins. Nee. Eins ist köpfen. Richtig. Eins.
Fangen. Gut. Köpfen. Gut. Und eins. Also es kann auf jeden Fall Spaß machen. Die Steigerung, die wir jetzt hier nicht noch ausprobieren wollen, wären diese Kommandos bleiben gleich. Und man sagt, man sucht sich Fußballspieler aus, am besten einen Stürmer, so wie Aaron es ist. Wir würden in unserem Fall vielleicht Neymar nehmen. Neymar schießt oder köpft normalerweise, heute würde er fangen. Und Neuer, ein Torwart, fängt normalerweise, der würde köpfen. Ihr könnt es aber auch mit x-beliebigen Spielern machen. Gehen wir aber jetzt an den Ball. Machen wir ein bisschen Dribblings. Ich habe zwei Karten zur Orientierung. Ihr könnt Bierdeckel nehmen oder was ihr sonst so habt. Es ist ein kleines Dribbling, ich mache es einmal kurz vor. Ihr startet den Ball rechts oder links mit dem inneren Fuß. Ihr zieht den Ball zurück, spielt einmal hin und her, rollt den Ball rüber, spielt ihn nach vorne und seid mit dem anderen Fuß auf der anderen Seite da. Dann wieder zurück, kurz, rüber, nach vorne. Ja, und das Ganze flüssig, aber dafür ist natürlich der Profi da. Der Abstand ist nicht entscheidend, den könnt ihr variieren. Der gilt nur zur Orientierung. Aaron, zeig, was du drauf hast. Erstmal reinkommen, sieht sehr gut aus. Wenn du drin bist, gerne schneller. Zack, zack und weg. Ja, so sieht das Ganze aus. Und das könnt ihr gerne 30 Sekunden Vollgas machen. Na, irgendwann kommt man vielleicht raus. Sehr gut. Okay, das wäre eine Variante. Die zweite Variante ist schon ein bisschen schwieriger. Ihr startet wieder in der gleichen Ausgangsposition. Ihr rollt den Ball zurück, spielt ihn mit der Hacke hinter eurem Standbein, haltet ihn kurz an, spielt wieder kurz hin und her, rollt rüber, spielt ihn nach vorne. Ausgangsstellung nur auf der anderen Seite. Also dahin, zurück, zack, darüber. Ah. Aaron kann das besser. Versuchen wir es. Jetzt rüber, nach vorne, nach hinten ziehen. Ja, ist auch für einen Profi nicht leicht. Jetzt ist er drin. Glitschiger Ball. Optimal. Auch da wieder 30 Sekunden. Das geht ganz schön auf die Pumpe. Oder Aaron? Anstrengend. Zu dem Thema, seid kreativ. Es gibt nichts, was man hier nicht machen kann. Ihr könnt natürlich auch gerne im Internet gucken, aber ich schlage euch vor, denkt euch selber Kombinationen aus. Da oben entscheiden sich Spiele, aber das Training entscheidet ihr selber. Zum Abschluss würde ich sagen, noch ein bisschen Freestyle. Wenn wir schon so einen guten Zauberer hier haben, einfach 30 Sekunden, drauf los, zeig, was du kannst, Ball hoch, mach die Tricks, zeig, was du kannst. Olé. Hui. Oh, das reicht aber auch schon. Danke für den Ball. Aaron, hat es dir Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Es war aber anstrengend. Ja, Anstrengung gehört immer dazu, das wisst ihr selber. Nichts geht ohne Anstrengung. Trotzdem hoffe ich, dass ihr auch Spaß hattet, genauso wie wir bei der ganzen Serie. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt stabil und beim Fußball bleibt geschmeidig. Euer Andi, euer Aaron, euer Jan. Ciao. So, jetzt seid ihr fit, oder? Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die nächste Einheit zusammen mit Netto und dem SSV Jahn Regensburg, die gibt es dann schon nächste Woche. Wir würden uns übrigens auch freuen, wenn ihr uns ein paar Likes und ein paar Kommentare da lassen könntet. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Servus.